Verstanden. Ich bleibe still. Das war's auch schon von mir. Natürlich. Ich warte auf meinen Einsatz. Perfekt. Dann können wir weitermachen. Gern. Was steht als nächstes auf der Tagesordnung? Der erweiterte Audiomodus von ChatGPT, der hat hier echt für ja, Begeisterung auch gesorgt im letzten Video. Von daher nochmal vielen, vielen Dank für das ganze tolle Feedback, für die ganzen Kommentare und ja, hat mich total begeistert. Und ich habe mir die Kommentare aber auch durchgelesen und es kam natürlich auch so die Frage nach Einsatzszenarien. So, ja, mach doch mal und ja, das haben wir auch gemacht. Das habt ihr davon, wenn ihr kommentiert, dann machen wir auch mal. So, und zwar habe ich mich mit meinem Freund David Rödler aus Salzburg mal zusammengesetzt und wir wollten einfach auch mal schauen, wie sich ChatGPT als erweiterter Voice Mode in einer Zoom-Konferenz schlägt und haben jetzt hier mehrere Szenarien mit einer KI, mit zwei KI, dann unterhalten sich die KIs miteinander und dann, ach, total spannend. Aber das Video ist ein bisschen länger. Von daher, ja, schaut es euch entweder ganz an oder ich habe natürlich auch wieder die Kapitelmarker unten drin und wünsche euch dann jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video. So, hallo ChatGPT, du hörst auf den Namen Torben und du bist Teilnehmer in einer Videokonferenz und sollst dich auch gleich aktiv mit beteiligen. Es geht um KI im Live-Einsatz. Du reagierst aber immer nur, wenn du auch angesprochen wirst, Torben. Ist das klar? Alles klar. Das habe ich verstanden. Ich bin Torben und werde mich nur beteiligen, wenn ich direkt angesprochen werde. Bereit für. Sehr gut. Dann glaube ich, können wir mal starten. Also ich finde es sehr spannend, wenn KI tatsächlich irgendwie eine Moderationsrolle zum Beispiel übernehmen könnte oder auch die Rolle, irgendwie provokante Fragen zu stellen, wenn die Teilnehmenden irgendwie nicht weiter wissen. Das finde ich auch total spannend. Vor allen Dingen können wir dann ja auch wirklich ganz gezielt Aufgaben auch an KI übergeben. Oder was denkst du, Torben? Ja, das sehe ich auch so. KI kann dabei helfen, Diskussionen zu lenken oder neue Perspektiven einzubringen. Sie kann als eine Art Co-Moderator auftreten, um den Gesprächsfluss zu fördern und sicherzustellen, dass alle relevanten Themen abgedeckt werden. Das Kannst du dazu auch gleich mal irgendwie eine kritische Frage stellen? Welche Kritik könnte man daran haben, wenn wir dich jetzt so als Teil einer Lerngruppe mit einbeziehen wollten? Eine kritische Frage könnte sein, beeinflusst der Einsatz von KI in einer Lerngruppe die natürliche Dynamik und Spontanität der Diskussion negativ? Es besteht die Sorge, dass die Präsenz von KI dazu führen könnte, dass Teilnehmer sich weniger trauen, bei ihrer Meinung zu äußern, weil sie befürchten, bewertet oder korrigiert zu werden. Es ist wichtig, diese Bedenken zu berücksichtigen und einen sensiblen Umgang mit der Technologie zu pflegen. Das ist schon mal ein ziemlich guter Beitrag, finde ich. Ja, gefällt mir auch gut. Ja. Torben, was hältst du davon, irgendwie eine Diskussion vielleicht mit provokanten Fragen anzuregen? Das könnte eine großartige Idee sein. Provokante Fragen können die Diskussion beleben und Teilnehmer ermutigen, tiefer über das Thema nachzudenken. Es ist jedoch wichtig, dass diese Fragen konstruktiv formuliert sind, um eine offene und respektvolle Atmosphäre zu fördern. Wenn alle bereit sind, könnte das eine spannende Wendung bringen. Torben, das finde ich, es sind lauter gute Ideen. Ich würde sogar gerne mit dir testen die Übersetzungsmöglichkeit. Und zwar, wir haben jetzt gerade vorher ein Projekt mit einem französischen Projektpartner. Und jetzt übersetze einfach mal alles, was ich ab jetzt sage, ganz kurz ins Französische. Also ich fange jetzt an und ab jetzt bitte übersetzen. Also wir freuen uns sehr auf das Projekt zum Thema künstliche Intelligenz und Live-Einsatz. Nous sommes très enthousiastes à propos du projet sur le thème de l'intelligence artificielle et de son utilisation en direct. Genau, wir sind schon einfach total
auch neugierig, was man damit alles machen kann. Und ich meine, was wir jetzt sehen, ist einfach nur ein kleiner Ausschnitt der Möglichkeiten. Nous sommes vraiment curieux de voir tout ce qu'on peut faire avec ça. Et ce que nous voyons maintenant n'est qu'un petit échantillon des possibilités. Ich finde es auch total spannend, wie du als Übersetzer in diesem Gespräch uns in unserem Prozess unterstützen kannst. Et je trouve aussi ça fascinant de pouvoir vous soutenir dans votre processus en tant que traducteur dans cette conversation. Genau, es ist nämlich auch möglich, dass du nicht nur übersetzt, sondern uns dann vielleicht auch inhaltlich beim Projektverlauf berätst. En effet, je peux non seulement traduire, mais aussi vous conseiller sur le déroulement du projet en fonction du contenu. Je suis là pour aider de différentes manières. Genau, und jetzt bist du tatsächlich schon auf mein Anliegen eingegangen und hast es auf Französisch beantwortet. Also ich finde das sehr interessant. Vielleicht kannst du das für mich auch noch mal auf Deutsch sagen, was du gerade zum David gesagt hast, weil ich spreche nicht so gut Französisch wie der David. Natürlich, ich kann nicht nur übersetzen, sondern euch auch inhaltlich im Projektverlauf beraten. Ich bin hier, um auf verschiedene Weise zu unterstützen. Kannst du auch mit so einem ganz leichten, dezenten französischen Akzent Deutsch sprechen? Natürlich, ich kann das. So etwa? Wunderbar, das behältst du jetzt bitte bei. Alles klar, ich behalte den leichten französischen Akzent bei. Kann ich euch sonst noch helfen? Das war jetzt schon mal echt ziemlich beeindruckend. Ich habe gemerkt, ihr habt am Anfang gesehen, dass ich der KI eine ganz klare Rolle zugeschrieben habe. Und das war auch total wichtig. Also zum einen ein Triggerwort für die KI, dass sie auch weiß, wann sie loslegen soll, dass sie auch in diese Person Torben, ich sag mal, sich reinversetzt, als diese agiert und eben auch nur reagiert, wenn sie eben auch angesprochen wird. Und eine zweite Erfahrung, die wir hier auch gemacht haben, ist, Torben auch noch mal ganz klar zu sagen, es ist eben nicht nur der David mit in der Videokonferenz, sondern ich auch. Und nicht alles, was der David sagt, das ist auch an dich gerichtet. Weil wir haben so eine Tendenz gemerkt, dass egal, wo was gesagt wurde, der Voice Mode sich auch angesprochen gefühlt hat. Und deswegen einfach auch so eine ganz klare Rollenzuweisung. Du sprichst dann bitte auch nur, wenn du auch direkt angesprochen wirst. Mit einer KI sehr gut, aber wie sieht das denn mit zwei KIs aus? Gut, also wir haben jetzt hier, ich sag mal, Andrea ist hier mit dazugekommen. Ja, hallo Andrea, du bist jetzt hier in einer Videokonferenz und du hörst einfach ein bisschen zu, was wir so alles machen. Und nur wenn du direkt angesprochen wirst mit Andrea, dann bringst du dich ein. Ist das okay? Ich verstehe. Andrea. Ja, ich höre zu. Was gibt's? Ja, sag nochmal, wir haben dich unterbrochen. Problem. Ich höre zu. Gut, wunderbar. Also ich glaube, Andrea hat verstanden Kannst du und den Ball noch ein begleitet bisschen? uns. Ja, Alles so ist klar. gut. Okay. Ja, was gibt's? Alles gut, Andrea. Super. Alles klar. So, jetzt ist Torben auch mit dabei. Torben, du bist auch in einer Videokonferenz zusammen mit David und Andrea. Und es gilt das Gleiche wie vorhin. Du sprichst nur, wenn du direkt angesprochen wirst und reagierst, wenn du direkt angesprochen wirst. Und bitte Verdammt, halte ich dich spreche etwas nur, wenn kurz. ich direkt. Alles klar. Super, klingt gut. So. Ja, dann Moin. lass uns mal loslegen. Moin, moin Torben. Moin, was gibt's? Alles klar. Gut, Alles sehr klar. gut. Aber wichtig, Andrea, bitte nur reagieren, wenn wir sagen, Andrea, bitte deine Meinung oder so. Ja? Ja, Alles alles klar. klar, ich verstehe. Alles klar. Torben, für Danke. dich gilt das Gleiche. Du sprichst nur, wenn du direkt angesprochen wirst. Habe ich verstanden. So, ja, dann lass uns doch mal anfangen mit unserem Meeting. Wir wollten über KI im Live-Kontext sprechen und da würde mich mal interessieren, Andrea, was denkst du denn, was gibt es für Möglichkeiten, wie wir
künstliche Intelligenz in der Bildungsarbeit live einsetzen können? Entschuldigung, KI kann. nur um sicher zu gehen. Soll ich in der Rolle von Torben antworten oder wird hier jemand anderes angesprochen? Ah, entschuldige die Verwirrung. Ich dachte, ich sollte Andreas' Rolle übernehmen. Möchtest du, dass ich weiterhin auf Andreas' Fragen antworte oder soll ich lieber eine andere Rolle übernehmen? Du bist Andrea und du antwortest nur dann, wenn wir dich direkt ansprechen mit Andrea. Andrea und antworte nur, wenn ich direkt Also, angesprochen werde. wir machen jetzt mal gerade am besten den Ton aus und briefen mal unsere KI. Ja, was ist passiert? Also im Prinzip, wir haben die Rollenvorgaben gemacht und jede KI hat die jeweiligen Rollenvorgaben immer wieder auf sich selbst bezogen und die Kommentare, die eben auch von einer anderen KI kamen, eben auch als Regieanweisung von uns gesehen, was ja für ein gewisses Durcheinander gesorgt hat. Das heißt, Lerneffekt Nummer 1, erstmal alles ausschalten an Mikrofonen und klare Anweisungen geben, damit jede KI ja in separatem Raum auch ihre Order bekommen kann. Gut, dann lasst uns mal anfangen. Wir sind ja jetzt hier in der Videokonferenz, um mal gemeinsam über Potenziale von künstlicher Intelligenz im Bildungs-Live-Kontext zu reden. Und Andrea, was fällt dir denn spontan dazu ein? Nun, Tobias, ich glaube, Andrea sollte auf diese Frage antworten. Darf ich ihr Bescheid geben? ja, gib mir doch mal Bescheid, Tom. Andrea, Das war's. was fällt dir spontan zum Thema KI im Bildungs-Live-Kontext ein? Im Bildungs-Live-Kontext helfen, indem sie personalisierte Lernpfade erstellt und in Echtzeit auf Schülerfragen reagiert. Sie kann auch Lehrkräfte unterstützen, indem sie Routineaufgaben übernimmt. Das war ein guter Punkt, Andrea. Die Möglichkeit, personalisierte Lernpfade zu erstellen und in Echtzeit auf Schülerfragen zu reagieren, könnte wirklich revolutionär sein. Es eröffnet ganz neue Möglichkeiten für individuelle Förderung und entlastet gleichzeitig die Lehrkräfte. Ganz genau. Es macht das Lernen Alles persönlicher und klar. effizienter, ohne dass die Ich Lehrkraft halte mich unterhalten muss. zurück. Gern geschehen. Verstanden. Ich bleibe still. Das war's auch schon von mir. Natürlich, ich warte auf meinen Einsatz. Perfekt. Dann können wir weitermachen. Gern, was steht als nächstes auf der Tagesordnung? Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ihr merkt, die große Herausforderung, die war wirklich die Stellenbeschreibung, wer wann reden darf und ja, wirklich auch nur dann zu sprechen, wenn man auch wirklich direkt angesprochen wird und vor allen Dingen, wenn man mal nichts zu sagen hat, einfach bei den Klappe zu halten und das nicht zu kommentieren. Ja, es hat ein bisschen gedauert, aber letztendlich haben wir unsere Instruktion doch noch ganz gut hinbekommen und ja, schauen wir doch noch mal ein paar Minuten weiter. So, jetzt möchte ich gerne, dass ihr aus eurer Übersetzungsrolle mal rausgeht und Torben und Andrea, ihr euch jetzt mal austauscht darüber, wie KI im Live-Einsatz in der Bildung eingesetzt werden kann. Und dann am Ende gebt ihr bitte David und mir eine Zusammenfassung. Aber jetzt tauscht euch bitte mal 2 Minuten lang untereinander aus. Gut, dann lass uns darüber sprechen, Andrea. Künstliche Intelligenz kann im Bildungsbereich live, zum Beispiel durch adaptive Lernplattformen, eingesetzt werden, die sich in Echtzeit an den Lernfortschritt der Schüler anpassen. Oder durch KI-gestützte Tutoren, die individuelle Unterstützung bieten. Was denkst du? Ja, absolut. Und KI kann auch bei Live-Übersetzungen in mehrsprachigen Klassenzimmern helfen. Oder bei der Analyse von Daten, um zu sehen, welche Lehrmethoden am effektivsten sind. Es gibt wirklich viele spannende Anwendungen. Absolut. Live-Übersetzungen sind ein großartiges Beispiel.
Auch in Live-Debatten oder Diskussionen könnten KI-gestützte Tools sofortige Feedbacks oder Zusammenfassungen geben. Damit könnten Lehrkräfte schneller auf die Bedürfnisse der Schüler reagieren. Das wäre echt praktisch. Und man könnte auch KI nutzen, um interaktive Simulationen zu erstellen, die den Unterricht lebendiger und greifbarer machen. Das würde den Lernprozess sicher bereichern. Ja, interaktive Simulationen wären wirklich bereichernd. Stellen wir uns vor, Schüler könnten durch VR-Brillen historische Orte besuchen oder komplexe wissenschaftliche Konzepte in Echtzeit erleben. Das würde das Lernen auf ein neues Level heben. Also, zusammengefasst haben wir über adaptive Lernplattformen, KI-gestützte Tutoren, Live-Übersetzungen, Echtzeit-Feedbacks und interaktive Simulationen gesprochen. All diese Anwendungen könnten den Bildungsbereich bereichern und den Lernprozess verbessern. Was meinst du, Tobias? Genau. Das waren jetzt auch ziemlich 2 Minuten, die ihr jetzt miteinander gesprochen habt, ne? Ja, das waren ungefähr 2 Minuten, in denen wir uns über verschiedene Anwendungen von KI im Bildungsbereich ausgetauscht haben. Ja, total faszinierend, diese beiden Chatbots zu beobachten, wie die sich über eine Zoom-Konferenz miteinander über unser Thema austauschen. Fantastisch. Mir ist allerdings etwas aufgefallen, und zwar, ich weiß jetzt nicht, welche Hintergründe das hat, dass mein Chatbot doch etwas dominanter war als der von David. Und das habe ich doch natürlich auch direkt mal angesprochen. Spannend. Spannend finde ich ja, dass Torben mit seiner männlichen Stimme die Andrea nie zu Wort kommen lässt. Das war natürlich nicht meine Absicht. Es tut mir leid, Andrea. Du hattest einige großartige Punkte, die du angesprochen hast. Kein Problem, Torben. Es hat trotzdem Spaß gemacht, unsere Ideen auszutauschen. Ja, Tobi. Und danke für das Lob. Ich wollte sagen, ich entschuldige mich. Na, wenn das mal keine wertschätzende Kommunikation ist, Torben entschuldigt sich, sobald er auch darauf hingewiesen wird. Das ist doch eine Kultur, die wir uns doch des Öfteren wünschen können. Ja, der Versuch, der ging natürlich noch enorm weiter, aber wir müssen das Video ja auch ein bisschen in seinen Grenzen halten. Aber ich glaube, so die Kernaussage, die ist echt ist deutlich geworden, auch so das Potenzial, was da drin steckt. Und wir müssen uns ja auch klar machen, wir sind hier noch wirklich ganz, ganz am Anfang mit diesem erweiterten Audio-Mode. Und von daher, ich bin total gespannt, was die Zukunft einfach auch im Bereich der Live-Events bringen wird. Und ich hoffe mir vor allem auch, gerade in der Übersetzung und in den der Umwandlung von Sprache ein ganz, ganz großes Potenzial für Zugänglichkeit. Aber ja, schreibt mir doch einfach mal auch in die Kommentare, was euch jetzt hier besonders gefallen, nicht gefallen hat, ob ihr vielleicht auch schon mal was anderes ausprobiert habt. Lasst es uns einfach mal wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr könnt es liken, ihr könnt es abonnieren. Ihr kennt das, es ist ja YouTube, ihr seid nicht zum ersten Mal hier. Also das Übliche. Ne? Und bis dahin sage ich dann, ja, tschüss, ne, bis zum nächsten Mal.